Ja, willkommen zum jetzigen heutigen Webinar. Es geht heute um Beisaaten im Raps, ein Gewinn für den Raps, den Boden und das Grundwasser. Mein Name ist Carmen Fiedler, ich bin Produktmanagerin bei der DSV und kurz stelle ich Ihnen einmal die DSV vor. Ja, wie Sie hier schon sehen, wir haben hier einige Key Facts zu unserem Unternehmen. Kurz gesagt, wir sind 800 Mitarbeiter, die an 264 Millionen Euro Umsatz, Saatgutumsatz arbeiten. Wir arbeiten in 9 Saatzuchtstationen an innovativen Saatgut für Sie. Und 11% der Umsätze fließen in die Forschung und Entwicklung. Und Forschung und Entwicklung ist heute auch ein Thema, was uns hier begleitet, weil ja das Thema Rapsbeisaaten, das ist ein sehr junges, innovatives Thema und da ist natürlich auch viel Forschungsarbeit drin. Und unsere Referenten sind eigentlich genau dafür prädestiniert, hier heute das vorzustellen. Wir haben einmal Isabel Basis, die neben mir sitzt. Sie ist Produktmanagerin für Raps. Und Isabel ja, hat einmal das Auge auf den Raps, hat aber auch gleichzeitig trägt sie dieses Portfolio Rapsbeisaaten bei uns im Haus und arbeitet daran, dass wir hier wirklich gute Praxislösungen finden. Und die Praxislösung, die setzt dann unser Außendienstler Steffen Port um. Steffen ist Vertriebsberater im Bereich Nordost Niedersachsen. Und Steffen begleitet auch dieses Thema Rapsbeisaaten auch schon seit 2020. Er ist seit 2018 bei uns im Unternehmen und hat sich also relativ schnell in dieses Thema Beisaaten eingearbeitet. Also man merkt, wir haben hier zwei verschiedene Sichtweisen, zwei Referenten, die wirklich sehr interessante Sachen heute mit uns bringen. Und ich freue mich auf interessante Vorträge von euch. Ja, vielen Dank, Carmen. Dann starten wir, würde ich sagen, auch gleich einmal. Schauen wir uns einmal die rechtlichen Rahmenbedingungen im Pflanzenbau an, also das, was uns jetzt beschäftigt und was uns natürlich auch in Zukunft beschäftigt. Hier haben wir einmal die Auflagen zur Düngung. Hier sind die Ausweitung roter Gebiete der Kernpunkt, die Auflagen zum Pflanzenschutzmitteleinsatz, Auflagen für Gebietskulissen. Hier ist Wasserschutz, Erosionslagen ein Thema und natürlich die allgemeine Agrarpolitik. Und was darüber hinaus ja noch eine große Rolle spielt, sind natürlich auch die Witterungsbedingungen, die sich ja im Laufe der Zeit ändern und mit denen wir ja zu kämpfen haben, sage ich mal. Jetzt erstmal zu den Rapsbeisaaten. Konzentrieren wir uns hier drauf. Erst kurz, was sind überhaupt Rapsbeisaaten? Die Beisaat wird zusammen mit dem Raps angebaut und soll somit die Hauptfrucht, den Raps, unterstützen. Wenn wir uns jetzt genauer auf die Beisaaten fokussieren, dann können wir folgende Vorteile bzw. Aspekte mit den Rapsbeisaaten in Verbindung bringen. Hier haben wir einmal den Bodenschutz, der sich zusammensetzt aus der Förderung der Bodenfruchtbarkeit und der Stabilisierung der Bodenstruktur. Dann die Optimierung des Wasserhaushaltes und auch die Reduktion von Verdunstung. Die Reduktion von Pflanzenschutzmittel, hier haben wir den Fokus auf den Herbst gelegt, wenn es um Insektizide bzw. um Herbizide geht. Und ein anderer Aspekt ist auch die Verbesserung der Nährstoffdynamik. Als Hauptziel haben wir somit die Ertragsstabilität, im Raps in der Fruchtfolge gesehen auf die Jahre. Wenn wir uns jetzt mal die einzelnen Punkte genauer anschauen, hier der erste Punkt, die Förderung der Bodenfruchtbarkeit. Hier habe ich einmal Ergebnisse aus unserem Langzeitversuch Ketchi mitgebracht. Und ja, wie wir hier gut sehen können, beziehungsweise erstmal als Einstieg, Pflanzenabscheidungen, Streustoffe und organische Bodensubstanz sind die Hauptnahrungsquelle für Mikroorganismen im Boden und wirken sich dann je nach chemischer Beschaffenheit unterschiedlich auf das Wachstum von Mikroorganismengruppen aus. Hier haben wir einmal Auszüge aus diesem Ketchi-Versuch, wo wir das einmal sehen können, sehr schön. Hier ist einmal die bakterielle DNA in der linken Darstellung dargestellt, die bakterielle DNA in Wurzeln verschiedener Zwischenfrüchte. Wir sehen hier, dass es Überschneidungsbereiche zwischen den einzelnen Fruchtarten gibt. Aber wir sehen auch, wenn wir uns jetzt beispielsweise hier den Senf und den Rauhafer anschauen, dass wir trotzdem verschiedene DNA, bakterielle DNA vorfinden. Ebenso auch hier auf der rechten Seite dargestellt. Hier auch einmal die Vielfalt der Bakterien im Boden nach dem Zwischenfruchtanbau. Dargestellt mit Sternchen sind signifikante Unterschiede. Und wenn wir uns jetzt das einmal anschauen, hier haben wir das Beispiel der Brache und nach dem
Anbau von Zwischenfrüchten hier mit 4 Komponenten beziehungsweise mit 12 Komponenten haben wir signifikante Unterschiede in der Vielfalt der Bakterien. Also sprich, durch diese Vielfalt auf dem Acker ist auch die Anzahl oder die Vielfalt der Bakterien gestiegen, sodass wir sagen können, dass durch verschiedene Pflanzenarten die bakterielle und pilzliche Vielfalt im Boden erhöht und somit auch die Widerstandskraft des Ökosystems gefördert werden kann. Hier haben wir eine andere Darstellung noch, auch ein Auszug aus dem Langzeitversuch Catchy. Hier ist es noch einmal auf die Zeit dargestellt, wo wir hier ja, den Biodiversitätsindex haben, bezogen auf die Dauer des Wachstums der jeweiligen Fruchtarten auf dem Feld. Und hier sehen wir auch sehr schön, wenn wir das jetzt einfach mal die Brache uns nehmen, beziehungsweise eine mehrkomponentige Zwischenfruchtmischung, dass hierdurch die mikrobielle Diversität auf dem Acker steigt und wir zusammenfassen können, dass je mehr Arten auf dem Acker sind, desto höher auch die mikrobielle Diversität ist. Ein anderer Versuch, hier ein Auszug aus dem Exaktversuch der Hochschule Hannover, zeigt ebenso, dass wir eine erhöhte biologische Aktivität im Raps beziehungsweise in Rapsbeisaatenbeständen sehen können. Hier wurden zwei verschiedene Daten, zwei verschiedene Datums beprobt, einmal im Oktober und dann später nochmal im Dezember. Und wir sehen zu dem späteren Zeitpunkt im Dezember, haben wir hier einmal dargestellt den Raps in Soloanbau und hier einmal den Raps beispielsweise mit der Brassica pro einer Beisaat, dass wir hier wirklich einen signifikanten Anstieg des Bodenlebens vorzeigen können. Ja, je mehr Arten wir auf dem Acker haben, desto höher ist natürlich auch die Durchwurzelung. Und durch diese Durchwurzelung wird Bodenstruktur geschafft und Räume für Gasaustausch entstehen. Das kann man hier sehr schön an den Grafiken beispielhaft sehen. Ja, das ist sehr wichtig für die Wurzelatmung, denn wenn wir Sauerstoffmangel haben, haben wir keine Wurzelatmung und dann ist auch die Nährstoffaufnahme blockiert. Wenn wir das einmal darstellen, dann haben wir natürlich den Langzeiteffekt, dass wir eine Verbesserung der Bodenstruktur haben wollen, beziehungsweise auch bekommen. Und kurzfristig sichtbar ist dann diese vielfältigere Durchwurzelung, wodurch wir einen besseren Gasaustausch haben, aber auch schon eine Verbesserung des Bodenkrümels, was wir hier sehr schön sehen. Das sind Bilder aus dem letzten November. Die sind beide von der gleichen Fläche gemacht. Es war ja sehr feucht, auch im November noch. Hier einmal dargestellt auf der linken Seite der Aushub von Erde eines Rapses ohne Beisaat und rechts nochmal der gleiche Acker mit Beisaat. Und wie ich finde, kann man hier sehr schön sehen, diese verstärkte Durchwurzelung und auch, dass diese Bodenstruktur viel feinkrümeliger ja, ist. Zur Stabilisierung der Bodenstruktur und des Bodenschutzes. Ja, gibt es verschiedene Aspekte. Hier der erste Aspekt ist die geringere Anfälligkeit für die Verschlemmung, was natürlich sehr vorteilhaft ist für den Gasaustausch, sprich der Gasaustausch, die Bodenatmung kann stattfinden. Dadurch können wir verhindern, dass Kohlensäure gebildet wird, sprich, dass der pH-Wert sinkt. Außerdem haben wir natürlich durch eine geringere Anfälligkeit zur Verschlemmung auch eine Sicherstellung der Wasseraufnahmefähigkeit. Der nächste Aspekt ist die Optimierung der Durchwurzungstiefe und des Volumens. Wie wir eben sehr schön sehen konnten, anhand der unterschiedlichen Wurzeln ist natürlich die Erreichbarkeit von Wasser und verschiedenen Nährstoffen ja, gegeben. Und auch ja, der Punkt der Bodenstruktur wird auch positiv beeinflusst. Als dritten Aspekt die Verringerung der Erosion durch Wind und Niederschlag. Es ist natürlich sehr wichtig, dass wir unseren wertvollen Boden auch da lassen, wo er hingehört, auf dem Schlag. Und dadurch, dass wir dann eine Verringerung der Erosion und das durch Wind und Niederschlag erreichen können, ist natürlich auch
die Verbreitung von bodenbürtigen Krankheiten wie beispielsweise Cholinie verringert. Oder auch, wenn wir uns das mal anschauen, bei einer Einzelkornsaat, wo wir zwischen den Reihen auch um einiges mehr Platz haben, wenn wir da dann durch eine Beisaat noch Pflanzen platzieren können, ist natürlich die Gefahr der Erosion vermindert. Wenn wir uns den nächsten Punkt anschauen, die Optimierung des Wasserhaushalts bzw. Reduktion der Verdunstung, da gibt es natürlich überall Überschneidungen zu dem vorherigen Punkt, aber was hier nochmal ein wichtiger Aspekt ist, ist die Bodenbedeckung durch lebendes Pflanzenmaterial bzw. Mulch. Lebendes Pflanzenmaterial, wenn die Beisaat noch lebt, noch da ist, und der Mulch, wenn sie dann über Winter abgestorben ist. Und hierdurch haben wir dann auch einen Eintrag von organischem Material im Boden und können gegebenenfalls auch bei beispielsweise einer Einzelkornsaat die Verdunstung im Bestand reduzieren. Hier nochmal Ergebnisse von der Hochschule Hannover in einem Exaktversuch. Da wurde im Jahr 2020 an einem Standort auch einmal die Bodenfeuchtigkeit unter verschiedenen Beisaatvarianten gemessen. Ebenso bei zwei verschiedenen oder zu zwei verschiedenen Zeitpunkten, einmal im September und einmal im November. Wir können sehr schön sehen, im September sind die Unterschiede noch nicht allzu hoch, aber im November können wir denn auch sehen, dass wir auf jeden Fall festhalten können, dass an diesem Standort unter der Beisaat, also im Boden der Beisaat, nicht weniger Feuchtigkeit vorhanden war als im Rapsolo. Und wie man hier sehen kann, war hier sogar bei der Beisaat mehr oder ein wenig mehr Feuchtigkeit im Boden als im Rapsolo. Der nächste Punkt ist die Reduktion von Pflanzenschutzmitteln. Hier möchte ich erst auf die Herbizide eingehen. Hierfür haben wir einmal einen Auszug des Exaktversuchs der Hochschule Hannover, die signifikante Unterschiede bei der Bedeckung durch Raps, Beisaat, Unkraut und unbedeckten Boden darstellen konnten. Hier rechts ist das einmal dargestellt, einmal hier den Raps Solo und hier den Raps mit einer Beisaatmischung. Was erstmal auffällt, dass die Bodenbedeckung des Rapses durch eine Beisaat in dem Fall auf keinen Fall gelitten hat. Und was ich sehr spannend finde, dass wir hier auch den Bedeckungsgrad des Unkrautes wirklich durch eine Beisaat reduzieren konnten. Wenn wir jetzt von der Reduktion von Insektiziden im Herbst sprechen, da haben wir hier einmal den Raps-Erdfloh, der in vielen Regionen in Deutschland ja ein wichtiges Thema ist. Hier habe ich einmal Versuche aus Frankreich mitgebracht. Man muss wissen, in Frankreich werden schon viele Flächen mit Raps-Beisaaten bestückt. Hier ist einmal rechts ein Ergebnis dargestellt. Wir sehen hier die Anzahl der Larven pro Pflanze. Hier haben wir einmal den Raps Solo, hier den Raps mit Ackerbohne, den Raps mit Linse, Boxhornklee und Graserbse und hier den Raps angebaut mit Linse, Boxhornklee und Alexandrinerklee. Anhand der Buchstaben hier oben können wir sehen, dass es signifikante Unterschiede gibt. Und wir können feststellen, dass diese signifikanten Unterschiede zwischen den Raps ohne, also hier wurde der Raps ohne Insektizid behandelt, und mit einer Beisaat signifikant sind. Also durch eine Beisaat haben wir in diesem Versuch eine signifikante Verbesserung oder Verringerung der Larven, die Pflanze erreichen können. Sodass wir hier durch diese Beisaat von einem integrierten Pflanzenschutzfläschchen sprechen können, beziehungsweise Absicherung und Einsparpotenzial haben. Und was man dazu auch noch sagen kann, wenn wir natürlich ein Insektizid spritzen, dann ist es so, dass wir das Insektizid zu einem bestimmten Zeitpunkt spritzen müssen. Die Beisaat haben wir halt immer auf dem Feld, sprich sie kann uns hier schon in unserer Insektizidanwendung beziehungsweise in der Bekämpfung von Schädlingen unterstützen, wenn sie gut etabliert ist. Und das wurde in Frankreich auch dargestellt, damit die Beisaat ihren Vorteil bringen kann, muss sie auch ausreichend Frischmasse vor Winter erreicht haben.
hier auch einmal Versuche des JKIs, die eine ähnliche Aussage zeigen. Hier ist einmal der Raps, also auch wieder die Raps-Afrolarven, die Pflanze dargestellt. Hier einmal der Erdklee als Rapsbeisatz. Hier ist der Raps behandelt mit einem Insektizid. Hier ist der Raps ohne Insektizidebehandlung angebaut. Und hier noch einmal Raps plus Leindotter. Und hier können wir auch sehr schön anhand der Signifikanzen sehen, dass die Kontrolle, wo kein Insektizid ist und keine Beisat ist, mehr Raps-Erdfruhlarven die Pflanze aufgewiesen haben, als es beispielsweise mit einer Beisat der Fall war oder einer Insektizidenbehandlung. Und dieser Effekt ist natürlich mehr sichtbar, je stärker der Larvenbefall im Bestand ist, je höher der Druck ist. Zum letzten Punkt, die Nährstoffdynamik verbessern. Hier einmal den Fokus auf die Stickstofffixierung im Rapsertrag, beziehungsweise die Stickstofffixierung und die Auswirkung hier auf den Rapsertrag. Nochmal Ergebnisse aus Frankreich dargestellt. Als kurze Anmerkung, die Düngung in diesem Fall wurde für jede Variante angepasst. Sprich, die Varianten mit Leguminosen hatten, wurden mit weniger mit weniger als 30 Kilo weniger Stickstoff gedüngt. Hier ist dann einmal rechts das Ergebnis dargestellt, der Rapsertrag, hier einmal der Raps Solo und hier der Raps mit einer Herbstdüngung, der Raps mit einer Ackerbohne, der Raps mit Ackerbohne plus Herbstdüngung, der Raps plus Ackerbohne, Herbstdüngung und Insektizid und hier der Raps mit einer Insektiziden Maßnahme. Und was wir hieraus schließen können, dass der Einsatz einer Beisaat signifikante Mehrerträge bringt als beispielsweise eine alleinige Herbstdüngung. Und was auch nochmal wieder der interessante Aspekt ist, dass ein Einsatz von Insektiziden sich nicht signifikant davon unterscheidet, ob der Raps mit einer Beisaat angebaut würde. Also sprich, in diesem Versuch ist der Rapsertrag nicht signifikant höher oder geringer, wenn ich den Raps mit einem Insektizid behandle oder mit einer Beisaat. Sprich hier wieder der Punkt integrierter Pflanzenschutz bzw. Absicherung und Einsparpotenziale und genau. Dann übergebe ich jetzt an meinen Kollegen Steffen, der jetzt weitermacht. Ja, vielen Dank. Ja, dann von mir auch nochmal ein norddeutsches Guten Morgen, Moin. Wir haben uns diesen Part ein bisschen aufgeteilt, weil wir hier noch bei dem Part Nährstoffdynamik sind und auch nochmal bei dem Thema Stickstoff und da insbesondere die Nitratauswaschung. Wir haben das dieses Jahr gesehen. Wir haben zum Beispiel mit Gerries in Wittingen in der Lüneburger Heide gesehen, dass wir Anfang Dezember immer noch über 8 Grad Bodentemperatur hatten. Also das heißt auch noch Mineralisierung von Stickstoff. Und dazu kombiniert natürlich die hohen Niederschläge hier bei uns. Führen natürlich auch zu einer Nitratauswaschung. Und hier ist ein ganz interessanter Versuch von meinem Kollegen mit der Iglo Göttingen zusammen aus dem Jahr 22 von einem Standort, wo einmal ein Raps ohne und ein Raps mit Beisaat zu sehen ist, wo gemessen wurde, wie hoch die Nitratauswaschung unter diesen beiden Varianten ist. Und dazu wurde einmal am 13.01.22 gemessen und da sehen wir schon einen Unterschied von 44,9 Milligramm je Liter Sickerwasser weniger Nitrat, wenn wir den Raps mit einer Beisaat haben, im Vergleich zu ohne Beisaat. Ja, und ein ähnliches sehen wir auch nochmal im Herbst, in Herbst 21, also den 22.12., kurz vor Weihnachten, die Probenahme. Auch da sehen wir 45,4 Milligramm je Liter Sickerwasser weniger Nitratauswaschung unter dem Raps mit Beisaat im Vergleich zu der normalen Variante, sage ich mal. Ja, Milligramm pro Liter Sickerwasser ist immer so eine Einheit, da kann man als Landwirt nicht ganz viel mit anfangen. Darum einfach, um das ein bisschen ja, sichtbarer zu machen, 50 Milligramm Nitrat je Liter Sickerwasser entsprechen ungefähr 30 Kilo Stickstoff je Hektar. Und wenn wir uns das mal umrechnen, die beiden Werte, die ich eben genannt habe, dann sehen wir, dass da eine Differenz von ungefähr 27,2 Kilo Stickstoff pro Hektar rauskommt. Und wenn wir das mal mit einem Marktwert für den Kilo Stickstoff von 1,20 Euro mal nehmen, dann kommen wir auf eine Differenz zwischen diesen beiden Varianten von 32,64 Euro. Das heißt, hier können wir mit der Beisaat tatsächlich den Stickstoff
an der Stelle erstmal im System halten und verhindern somit auch die Auswaschung. Das ist für uns erstmal im Portemonnaie schon mal ein großer Vorteil und natürlich auch für den Wasserschutz, denn wir kommen weit unter die Grenze von den 50 Milligramm Nitrat, wo der kritische Wert ja eigentlich für die Auswaschung ist. Frau Bastis hatte vorhin einmal über die Durchwurzelung gesprochen und auch über den aktiveren Boden. Das sieht man hier unten rechts mit dem Nitrifikationskreis nochmal, also wie läuft das im Boden ab, vom Ammoniumstickstoff zum Nitratstickstoff bis zum, ja, bis zu dem Nitrat, was dann quasi auswäscht. Und auch da halt der Vorteil, der schon beschrieben wurde, wir haben eine bessere Durchwurzelung und aktiveren Boden. Das heißt, wir haben eine höhere Infiltration A von Wasser, was in diesem Jahr zum Beispiel bei uns hier auf den Schwänen Elbmarschen Thema ist, aber B auch von Sauerstoff in dem Boden. Das heißt, wir haben weniger anaerobe Verhältnisse im Boden und damit weniger Reduktion zum Nitrat hin. Und damit können wir dann auch ja, mehr Nitrat im System beziehungsweise bei uns auf dem Acker behalten. Jetzt geht es bei mir hier leider gerade nicht weiter. Jetzt. Genau, wir haben jetzt relativ viele Ergebnisse aus der Forschung und auch aus der Entwicklung gehört zu dem Thema Beisaaten. Um das einfach mal so ein bisschen zusammenzufassen. Also wir haben vorher deutschlandweite Versuche gefahren, A mit Einzelkomponenten, also welche Art und auch welche Sorte in aus diesen Arten eignet sich überhaupt für so eine Beisaatmischung und ja, welche Kombination verschiedener Arten können wir machen, also was wie, oder wie kriegen wir eine Mischung zusammen, die sich gegenseitig nicht behindert und auch natürlich unsere Hauptkultur, den Raps in diesem Fall nicht behindert. Zusätzlich werden hier, das sieht man auf dem linken Bild, auch die Sorten und Arten gescreent auf Stressfaktoren. Für die Untersaat immer ein großes Thema, gerade in Getreide und Raps zum Beispiel, aber auch im Mais. Wie schattenverträglich sind die Arten? Es gibt teilweise innerhalb einer Art, also nehmen wir es als Beispiel einfach mal zum Beispiel den Perserklee, Arten oder Sorten, die sehr schnell hochwachsen. Das heißt, tendenziell eher nicht so richtig schattenverträglich. Die eignen sich natürlich für eine Untersaat nicht, weil die dann nachher auch oben aus dem Bestand rausgucken und gerade beim Raps dann auch die Pflanzen mit hochziehen. Das hatte Frau Bastis am Anfang einmal gezeigt. Ja, und zusätzlich, wir haben das Thema einmal angesprochen, 2020 sind wir auch in die Praxisversuche damit gestartet. Und das ist eigentlich der Part, wo dann bei uns der Außendienst auch mit ins Spiel kommt, wo wir uns Betriebe raussuchen. Ja, und das einfach mal in der Fläche versuchen und nicht mehr im Gewächshaus, sondern einfach mal gucken, passt das in die Betriebstechnik mit rein? Wo gibt es vielleicht Probleme, wenn das auf dem ganzen Feld steht? Ja, und wie ist das Thema denn gerade zur Ernte? Auch immer so ein Hauptpunkt. Ja, daraus hervorgegangen ist dann die Beisaatmischung Brassica Pro, die wir jetzt mittlerweile seit 2 Jahren im Vertrieb haben. Das ist eine Kombination aus der Serradella, Ölein, Blaue Lupine, Alexandrinerklee, Perserklee und Ramtilkraut. Die Mischung hat insgesamt einen Anteil von 76% Leguminosen. Ist natürlich super für ein enges CN-Verhältnis dann bei uns auf der Fläche, sodass wir auch ordentlich Stickstoffnachlieferung bei der nächsten Kultur haben, beziehungsweise auch den Boden im Verhältnis Stickstoff-Kohlenstoff dann gut zur Verfügung stellen. Was ganz wichtig ist, dass wir keine Konkurrenz zur Hauptkultur haben, das zeige ich dann gleich bei den Praxisbeispielen mal. Ja, und eine große oder eine wichtige Eigenschaft eigentlich auch, das Thema Abbrehverhalten, denn es gibt wahrscheinlich nichts Schlimmeres für die meisten Landwirte, als wenn dann nachher im reifen Raps noch eine grüne Komponente steht, die dann auch mit durch den Mähdrescher durch muss. Ja, bevor wir zu den Praxisbetrieben kommen, wollen wir hier noch mal einmal kurz auf das Thema ja, Anbau bzw. Pflanzenschutzmaßnahmen eingehen. Wir haben eben viel über Insektizide geredet. Ich rede jetzt gleich so ein bisschen mehr über Wachstumsregler und Herbizide bei den Praxisbeispielen. Aber das Hauptthema ist dann auch immer, wenn ich so eine Begleitsaat mache, was kann ich denn überhaupt noch im Raps spritzen, wenn ich gerade zum Beispiel auch Problemunkräuter auf meinem Standort habe. Dazu gucken wir uns mal die zweite Zeile von rechts an, nämlich die Brassica Pro. Und hier ist eigentlich so unsere Standardempfehlung draußen, dass wir damit 1 Liter Butisan Gold bis maximal 1,2 Liter Butisan Gold im Vorauflauf arbeiten. Das ist eigentlich die Variante, die relativ wenig Phytotox für uns hat. Eine andere Variante wäre hier noch das Angelus. Das ist aber ein reines Chlomazone mit den entsprechenden Abstandauflagen. Das ist für die meisten Betriebe dann gerade bei uns hier mit den kleineren Flächenstrukturen meistens nicht machbar mit den Abständen. Ja, logischerweise, das ist eine komplett zweikeimblättrige Beisandmischung, die Brassica Pro. Dann gehen natürlich auch die reinen Gräserherbizide wie das Agil oder das Select nachher. Ja, wenn wir zu den Praxisbeispielen kommen, ich habe jetzt extra gleich 3 Betriebe mitgebracht, die alle 3 eine unterschiedliche Drillsaat oder eine unterschiedliche Aussaat-Variante gefahren haben. Das Thema Aussaat ist immer so ein
ja, ich sag mal so mit der größte Punkt, wie kriege ich eine zweite Saat zu meiner Rapssaat mit ausgebracht? Da gibt es ja im Prinzip die drei Varianten. Entweder mache ich das vor der Aussaat vom Raps, in Kombination mit der Aussaat vom Raps oder halt nach der Rapsaussaat. Vor der Aussaat gibt es entweder das Verfahren, ich fahre zweimal mit meiner Drillmaschine rüber oder ich streue es irgendwie vor meine Drillmaschine und arbeite es leicht mit dem Vorwerkzeug der Drillmaschine ein. Oder halt auch den einen Praxisbetrieb, den ich gleich vorstelle, der macht nach dem Weizendrusch eine Direktsaat von der Brassica Pro und macht dann nachher ins Strip-Till den Raps da rein, sodass die Brassica Pro relativ groß und etabliert schon ist. Ja, mit der Rapsaussaat zusammen, da haben wir halt das Thema, entweder macht man das in einer Eintankmaschine, das heißt, man mischt den Raps mit der Brassica Pro zusammen vorher und drillt dann beides zusammen aus. Oder, ja, das wäre die Premium-Variante, sage ich mal, man hat schon eine Drillmaschine, die zwei verschiedene Saattanks hat, wo man dann auch zwei verschiedene Siebmereien gleichzeitig mit drillen kann, dann brauche ich oder spare ich mir natürlich das Mischen und ich habe eine schönere Verteilung vom Raps nachher von der Standraumverteilung auf der Fläche. Ja, nach der Aussaat vom Raps wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Das heißt, dass wir die Beisaat in den bestehenden Raps rein drillen, beziehungsweise streuen oder reinstriegeln oder halt auch, was jetzt relativ viel Fahrt aufgenommen hat die letzten 2 Jahre, das Thema Drohnensaat, dass ich dann nachträglich mit der Drohne in den Bestand reinstreue. Das bietet sich natürlich gerade für die Varianten ein, wo ich relativ große Reihenabstände im Raps habe, wie zum Beispiel das Einzelkornverfahren. Ja, kommen wir zu meinen drei Praxisbetrieben. Ich habe jetzt bewusst mal drei Betriebe mitgebracht, mit denen ich das 2020 dann gleich in der Praxis ausprobiert habe. Und ich habe mir damals bewusst gleich Betriebe ausgesucht, die unterschiedliche Drillvarianten fahren. Und an dieser Stelle, bevor ich jetzt die einzelnen Betriebe gleich einmal kurz anspreche, möchte ich den drei Betrieben Hartmann, den Lüneburger Heide, Peter Lües bei Witting und Lars Wilhelm Funk bei Uelzen nochmal danken, dass die für diese Versuche immer zu haben sind und auch immer bereit sind, da ein bisschen mehr Arbeit zu investieren. Ja, der erste hier, Jochen Hartmann, dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff, der ist öfter mal denn doch mit seinem Betriebskonzept auch mal bei NDR oder ähnlichen Sachen vertreten. Er bewirtschaftet einen Betrieb in der Lüneburger Heide, direkt an Lüneburg dran, im Ortsteil Rettmar von Lüneburg. Hat eine sehr, sehr weite Fruchtfolge mit Kartoffeln und Zuckerrüben auf dem 40er, ja, anlehmigen Sand bis sandigen Lehm. Bei ihm im Versuch haben wir die Sorte Rapssorte Smaragd gehabt und haben da eine Mischung gemacht. Das heißt, wir haben den Raps mit der Brassica Pro vorher zusammengemischt und dann in einer Überfahrt mit einer Drillmaschine ausgedrillt. Ja, der Pflanzenschutz ist mit 1 Liter Butisan im Herbst erfolgt und aufgrund der Entwicklung vor Herbst haben wir hier keine Wachstumsregler mehr eingesetzt. Ja, am 1.10. haben wir dann schon den Bestand gesehen. Man sieht hier, dass der Bestand sehr, sehr gut etabliert ist. Der Raps ist hier tatsächlich relativ groß im Vergleich zu der Begleitsaat schon, weil wir sehr, sehr gute Auflaufbedingungen hatten. Es hat nach der Saat direkt geregnet, war relativ warm. Da ist der Raps als Kreuzblüter dann doch von der Geschwindigkeit immer sehr im Vorteil gegenüber anderen Pflanzen, wie zum Beispiel den Leguminosenarten. Wir sehen hier ganz gut, dass das eine Tankmischung ist, dass die verschiedenen Arten, rechts kann man das noch ein bisschen besser erkennen als links, in einer Reihe mit dem Raps zusammen abgelegt sind. Ja, am 11.12. hier kann man, am 11.11., Entschuldigung, hier kann man dann schon ganz stark die Knöllchenbildung ganz rechts an der Serradella zum Beispiel erkennen. Und natürlich sieht man jetzt farblich auf dem Acker, auch schon ohne mein Sticken da in der Mitte vom Versuch, dass wir, ja, ich sag mal, auf der einen Seite was ein bisschen anders gemacht haben wie auf der anderen Seite. Ja, hier dann am 29.01., also jetzt 2 Monate später quasi. Zwischendurch hatten wir natürlich auch schon mal Frost dann. Wir sehen hier aber, dass ein paar Arten noch vital sind. Und das ist gerade zum Beispiel die Serradella, was im ersten Moment ja nicht schlimm ist, weil die Serradella an sich keine große Pflanze wird. Ja, und jetzt machen wir einen kleinen Zeitsprung, nämlich Ende April. Und jetzt sieht man hier meinen weißen Stick nicht mehr, wo ich den Versuch abgesteckt habe, weil ich die immer rausziehe, bevor der Raps anfängt zu blühen, damit ich nachher die Sticken auch noch wiederfinde. Aber wir sehen hier einen deutlichen Unterschied mit der Entwicklung des Rapses. Wir haben hier rechts immer noch die Beisaat und links die Variante ohne Beisaat. Das heißt, hier haben wir wirklich auch einen Einfluss auf den Raps gehabt, was den Blühzeitpunkt betrifft und natürlich auch, dass ich gerade den Tag auch da war zum Foto machen. Der zweite Standort ist Peter Lües in Witting. Der hat ungefähr 45 Bodenpunkte, eine reine Marktfruchtfolge mit Kartoffeln und ja, überwiegend Saatgutvermehrung im Getreide.
Auch da war die Sorte Smaragd. Hier haben wir die Aussaat dann in doppelter Überfahrt gemacht. Das heißt, wir sind das erste Mal mit der Drillmaschine rübergefahren, haben die Brassica Pro gedrillt und beim zweiten Mal dann den Raps. Ja, hier haben wir aufgrund der Erfahrung der Vorjahre 1,3 Liter Butisan Gold genommen, weil hier tendenziell im Herbst immer ein bisschen Last ist mit Unkräutern. Ja, vor dem Winter mussten wir hier eine Wachstumsreglermaßnahme in der Untersaat oder in der Begleitsaat Brassica Pro machen. Allerdings alle anderen Varianten mussten wir tatsächlich zweimal drüber fahren. Der Brassica Pro hat eine Wachstumsreglermaßnahme gereicht. Genau, hier am 21.09. haben wir das Bild. Man sieht hier relativ gut, dass das nicht alles in einer Reihe steht, wie bei Hartmann vorher, sondern sehr verteilt, da wir nicht immer auf der gleichen Spur gefahren sind. Ja, hier am 2.11. sieht man wieder, der Raps steht eigentlich sehr schön in der Begleitsaat drinne. Wenn man vom Weiten guckt, dann sieht das immer so ein bisschen aus, als ob die Begleitsaat dominieren würde durch die, ja, ich sag mal, ein bisschen hellere Blattfarbe der anderen Komponenten im Vergleich zum Raps. Aber wenn man dann mal links und rechts die Fotos anguckt, sehen wir, dass der Raps doch über der Begleitsaat steht und die Brassica Pro schön unterständig ist und den Raps da nicht, ja, ich sag mal, das Licht abgräbt für den Standraum. Ja, und der dritte Standort, den ich mitgebracht habe, ist Lars Wilhelm Funk in der Office bei Uelzen. Der Betrieb wirtschaftet auf 55 Bodenpunkten, hat eine Fruchtfolge mit Raps und damals noch mit Zuckerrüben, sind mittlerweile nicht mehr in der Fruchtfolge. Dafür sind die weißen Lupinen in der Fruchtfolge mit drin. Die Aussaat erfolgte da in Muisaat mit einer Zweitank-Drillmaschine von Sky, also eigentlich eine Direktsaatmaschine. Ja, und bereits am 28.08. gedrillt mit der Sorte Bender. Dort haben wir im Herbst 2 Liter Butisan Gold genommen, weil da das Leitunkraut auf den Standorten die Rauke ist. Und hier im Herbst auch kein Wachstumsregler-Einsatz. Ja, hier mal so einen ersten Eindruck vom 20.11., weil das war das erste Mal, wo man so richtig einen Unterschied sehen konnte. Wir sehen auch hier wieder, von der Herbstentwicklung hat der Raps die Beisaat, ja, ich sag mal, so überwachsen, dass der Raps die dominierende Pflanze im Bestand ist und die Beisaat schön unterständig ist. Aber der große Unterschied, der uns hier aufgefallen ist in den Varianten, der war am 24.02., also im Frühjahr schon. Ich habe ja gesagt vorhin, wir haben hier mit 2 Liter Butisan gearbeitet, weil hier Rauke leider das Leitunkraut ist auf dem Standort. Und wir sehen hier in der Begleitsaat so gut wie keine Rauke am 24.02. Und wenn ich jetzt einmal aus der Nullparzelle, also Nullparzelle heißt in dem Fall ja einfach ohne Brassica Pro, sonst pflanzenschutztechnisch alles gleich gelaufen, dann hier dieses Foto aus der Nullparzelle einmal anschaue, dann kann man hier schon ganz gut den Raukenbesatz sehen, zum Beispiel hier auf der rechten Seite, dass wir teilweise fast so viele Raukenpflanzen wie Rapspflanzen im Bestand haben an schlimmen Ecken. Und das haben wir, ja, ich sag mal, an 3 Stellen auf dem Acker mal ausgezählt. Ist natürlich kein wissenschaftlicher Versuch, muss man auch ganz klar sagen. Das ist einfach eine Praxisbeobachtung. In der Brassica Pro hatten wir, wenn eine Rauke pro Quadratmeter, in der Variante ohne Brassica Pro hatten wir 8 bis 11 Rauken pro Quadratmeter in diesen 3 Zählungen. Aber wie gesagt, das ist immer rein optisch, das ist kein wissenschaftlicher Versuch. Da haben wir uns einfach 3 Stellen mal geguckt, wie es aussieht. Ja, und somit komme ich eigentlich schon zur Zusammenfassung von unseren beiden Parts. Ja, die Beisaaten sind ein Mittel oder können ein Mittel sein, um aktuelle Probleme, gerade in Bezug auf Düngung, rote Gebiete, aber auch den ja, Verzicht bzw. die Reduktion von Pflanzenschutzmitteln ein bisschen zu kompensieren und auch vielleicht Wirkstoffe so ein bisschen zu schonen, wenn wir bei dem Thema Raps-Erdflow-Resistenzen sind. Ja, je nach Standortbedingungen, Wetter, Aussaattechnik und anderen können sich Beisaaten gut etablieren und wichtige Vorteile bringen. Frau Basis hat das vorhin einmal gezeigt, dass die ja, Beisaat halt eine gewisse Größe auch erreichen muss, um bestimmte Aspekte erfüllen zu können. Dazu unter anderem die Förderung der Bodenfruchtbarkeit, die Stabilisierung des Boden oder der Bodenstruktur, Optimierung Wasserhaushalt und Reduktion Verdunstung. Und gerade Optimierung Wasserhaushalt ist hier bei uns in Norddeutschland dieses Jahr ja ein großes Thema durch die andauernden oder nicht aufhörenden Niederschläge, die wir im Moment haben. Gestern hat man das auch ganz gut gesehen, wenn in der Marsch der Boden nicht oder das Wasser nicht in den Boden infiltrieren kann, habe ich mir gestern einen Raps ja, Blanksaat angeguckt. Dann sieht man diese, ja, ich sag mal, quasi fast Quellen auf dem Acker stehen, also die relativ großen Pfützen. Aber wenn der Boden aufnahmefähig ist, sieht man auch, dass kaum Wasser auf der Fläche steht, dass das Wasser sehr gut infiltriert und dann natürlich auch in die Gräben
durch die Drainagen abgeleitet werden kann. Ja, wir haben die Möglichkeit, Pflanzenschutzmittel einzusparen. Damals zum Beispiel das Praxisbeispiel, was ich eben gebracht habe mit der Rauke bei Lars Wilhelm Funk. Aber wir haben natürlich auch eine verbesserte Nährstoffdynamik. Da haben wir zum Beispiel die Ergebnisse von Iglu mitgesehen. Ja, und das Fazit aus der Praxis, was ich so ein bisschen ja, auf meinen Betrieben miterlebt habe, jetzt im dritten Jahr der Begleitsaat. Es ist eigentlich relativ unkompliziert zu etablieren. Man findet immer irgendwie eine Möglichkeit, das nach möglich oder das in derselben Überfahrt zu machen wie die Rapssaat, sodass man nicht extra nochmal über die Flächen fahren muss. Ja, wir sehen den weniger Unkrautbesatz. Das sind jetzt wirklich jetzt aus der Praxis. Ne? Das ist jetzt wieder nichts, was wissenschaftlich ausgezählt wurde, bis auf den einen Versuch, den Frau Bastis vorhin gezeigt hatte. Wir sehen auch optisch weniger Erdflohfraß, gerade wenn man, ich sage mal, eine Hälfte vom Schlag mit begleitet, drillt die andere ohne. Und was man einfach sagen muss, der Raps sieht im Herbst deutlich vitaler aus. So dass für mich eigentlich Rapsbeisaaten ein super Baustein zur Ertragsstabilisierung sind. Und das ist mir eigentlich immer ganz wichtig, in der Praxis dann auch zu sagen, wir reden davon, den Ertrag zu stabilisieren. Wir reden nicht davon, dass wir jetzt alle ein Doppelzender, zwei Doppelzender, drei Doppelzender mehr ernten, sondern es geht darum, in Zukunft einfach den ja, Ertrag zu erhalten, zu stabilisieren durch die oder weiterhin zu stabilisieren, auch wenn Mittel oder Düngemengen wegfallen auf den Pflanzen oder auf dem Hektar. Ja, damit danke ich mich an dieser Stelle erstmal und übergebe das Wort an Frau Fiedler, die jetzt ihre Fragen. Ja, vielen Dank. Ich finde, ich fand, das war sehr anschaulich. Ich habe das wirklich aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Und ja, eine Frage hast du eigentlich schon beantwortet, aber vielleicht kannst du trotzdem noch mal kurz auf das Thema eingehen. Die Bodenfeuchte unter der Beisaat ist höher als ohne. Gerade in diesem Frühjahr sind meine Böden sehr nass. Ist das nicht ein Nachteil? Nein, also wir müssen es ja im Prinzip aus zwei Richtungen sehen. Dieses Jahr ist natürlich gerade in Norddeutschland extrem, was die Nässe angeht mit den Hochwasserereignissen beziehungsweise auch mit den Dauerregen, den wir haben. Aber in den, ich sag mal, normaleren Jahren ist ja das Wasser, was wir im Winter speichern können, das Wasser, was wir im Sommer brauchen oder im Vorsommer. Also gerade der höhere Wassergehalt ist ja eigentlich das, was wir dann oder was für uns dann die Ertragsstabilisierung im Frühjahr ist, wenn sie dann wirklich mal ab April, Mai kein Wasser mehr gibt zur Blüte oder kurz nachher Blüte zur Kornfüllung. Okay, dann gab es noch eine Frage, die sich auf die Auswaschung bezog. Es war die Rede von 27,2 Kilogramm N weniger Auswaschung. Kann ich diese Menge bei der Düngung dann einsparen? Ja, da wäre ich vorsichtig. Also sie sind ja erstmal nicht ausgewaschen. Das heißt ja auch erstmal, dass sie aufgenommen sind in der Pflanzenmasse von der Beisaat zum Beispiel. Die Frage ist jetzt natürlich immer, wann wird das nachgeliefert? Wann kommt der Raps an diesen organisch gebundenen Stickstoff überhaupt ran? Also da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Erstmal generell über die Fruchtfolge betrachtet, sind sie uns natürlich nicht verloren gegangen. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Also wir haben sie, aber man muss immer gucken, wann wird es nachgeliefert. Und gerade beim Raps, der sehr, sehr früh hohe Stickstoffmengen braucht, würde ich da immer, wenn man sich nicht ganz sicher ist, doch lieber mit einer Pflanzenanalyse einmal gucken, dass man da genug Stickstoff dann beim Raps auch hat zur Ertragsbildung. Und dann kam noch folgende Frage über den Chat rein. Ich nutze immer die Ausfallackerbohnen zur Beisaat. Welchen Vorteil bietet die Brassica Pro gegenüber meiner Variante? Ja, da hatten wir ja vorhin gesehen, die Brassica Pro besteht ja aus mehreren Bestandteilen. Und da haben wir natürlich den Vorteil, dass wir die unterschiedlichen Funktionen der einzelnen Pflanzen nutzen können und dadurch natürlich auch noch mehr Artenvielfalt auf den Acker bringen, sodass ja, denn eine Beisaatmischung, eine gezielte Anpflanzung, dann doch schon vorteilhafter ist. Okay, danke schön. Und die nächste Frage kommt auch aus diesem Themengebiet Leguminosen. Ich baue Erbse und Ackerbohne als Leguminose an. Kann ich trotzdem Leguminosen als Beisaat anbauen? Stichwort Leguminosenmüdigkeit. Wie ist da eure Meinung zu? So lief ja, ne? Ja, also das müssen wir, ja, also das Thema Leguminosenmüdigkeit kommt ja immer mal wieder auf in letzter Zeit, auch weil es öfter mal in den Medien mal besprochen wird, ob es Top Agrar ist oder DEG zum Beispiel. Generell muss man erstmal dazu sagen, es gibt relativ wenig Forschung. Also dieser Begriff Leguminosenmüdigkeit ist ja irgendwie da, aber keiner definiert so richtig, woran es jetzt liegt. Das ist dieser Pilz oder dieses Bakterium oder sonst irgendwas. Ja, Fakt ist einfach, erstmal haben wir eine relativ kurze Standzeit von der ja, Beisaat dann, die ja auch abfriert, dass ich da im ersten Moment erstmal kein Problem sehe.
Natürlich müssen wir gucken, wenn ich eine Leguminose in der Fruchtfolge habe und ich habe vorweg schon irgendwie eine Leguminose gehabt und ich habe dadurch einen hohen N-Min-Gehalt zum Beispiel im Boden, dann raube ich ja quasi der zweiten Leguminose so ein bisschen die Lebensfunktion. Also sie steht dann zwar da, macht dann aber auch keine Knöllchen, weil sie hat ja genug Stickstoff aus dem Boden. Das ist so ein Punkt. Ja, und das andere ist, wir haben ja auch, ich sage mal, die Beispiele jetzt von Grünland, teilweise Flächen, wo seit 20, 25, 30 Jahren Weißklee in der Narbe steht. Und da wird tendenziell eigentlich ja immer mehr, umso trockener es wird die Jahre bei uns. Also da sieht man ja zum Beispiel überhaupt keine Müdigkeit. Aber generell, man muss ein bisschen gucken, dass man das CN-Verhältnis auf den Flächen nicht zu eng zieht. Also dass man da irgendwo zwischen den 14 bis 10 zu 1 bleibt. Und natürlich vor der Leguminose nicht unbedingt Leguminosen ackern. Also dass man da nicht so viel Min im Boden hat. Nachher auch, dass die Leguminose wirklich noch ihren, ja, sag mal, ihren Lebenszweck nachher erfüllt mit der Knöllchenbildung auch. Okay, da komme ich bis zuher zur letzten Frage. Also falls sich noch Fragen ergeben, dann gerne in den Chat eintragen. Und das ist die Frage nach der Rapssorte. Welche so Rapssorten eignen sich besser für eine Beisaat und welche Sortentypen? Genau, wenn wir uns das anschauen auf dem Acker, dann ist es natürlich vorteilhaft, wenn wir eine Sorte haben, die jetzt nicht allzu sehr zur Aufschwemmung vor dem Winter neigt. Und was auch noch ein guter Pluspunkt ist, wenn sie natürlich auch gesünder ist, beispielsweise jetzt die Sorte Farbenlust, die dann auch ja, ein gutes Gesundheitspaket mitbringt, sodass sie dann auch bei feuchteren Bedingungen im Bestand ja, gut gewappnet ist. Und das ist so die Empfehlung. Aber es klappt natürlich auch mit allen Rapssorten. Man muss halt dann nur ein Auge auf den Bestand haben, in der Bestandesführung, ja. Okay, gut, dann war es das mit den Fragen. Ein Hinweis noch von mir, wer irgendwie zu spät gekommen ist, den Anfang verpasst hat, wir zeichnen das Ganze wieder auf und stellen das dann im Nachgang auf YouTube zur Verfügung. So kann dann jeder nochmal das, was ihn interessiert, ja, anschauen. Und falls da nochmal Fragen sind, können auch die Referenten nochmal angeschrieben werden. Die stehen auf jeden Fall weiterhin auch im Nachgang noch zur Verfügung. Und dann werden wir jetzt die Veranstaltung schließen. Noch ein Hinweis: Nächste Woche geht es rund um das Thema erfolgreicher Weizenanbau. Da werden die Kollegen aus dem Team Produktmanagement Getreide und um Weizenanbau sprechen. Und ich glaube, das wird auch wieder interessant werden. Und ansonsten wünschen wir Ihnen jetzt allen einen schönen Tag noch und hoffen, dass wir uns nächste Woche wiedersehen.